Frohe Ostern? Nein. Servus, Marcel, euer Streetfotograf und Videograf aus Leipzig. Und natürlich wünsche ich euch allen frohe Weihnachten. Ist ja jetzt die Zeit. Vierter Advent ist schon durch und wahrscheinlich seid jetzt ja alle bei eurer Familie gewesen oder seid es gerade noch und schaut euch in der Familie dieses Video an, das wäre mega cool. Ansonsten die Woche war jetzt ein wenig busy, muss ich leider zugeben, da war ich zwar unterwegs, aber hat mich nicht so wohlgefühlt. Deswegen habe ich mal ein bisschen in meinem, ich sag mal, kleinen Archiv rumgewühlt und rumgekramt und habe euch mal einen kleinen Spontanburg mit einem Robert zusammengestellt. Und haben wir einfach mal ein bisschen rumgeblödet, ein bisschen rumgeschaut, was so geht und einen kleinen Selbstversuch in Sachen Selfie-Film-Stativ-Versuch unternommen. Seht einfach selber, da wisst ihr, was ich meine. Ansonsten wünsche ich euch schon mal soweit noch frohe Feiertage und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn das neue Jahr schon angefangen hat. Von daher schnacken wir nicht lange. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem folgenden Video und falls ihr es noch nicht gemacht habt, eins noch vorweg: abonnieren, liken, Glocke und Co. Von daher verabschiede ich mich jetzt schon mal für dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Also, viel Spaß und bis denn. Ciao! Eine Reflektor 2. Ah, das ist Mittelformat, hast du gesagt. Das ist Mittelformat, ja. 6x6 Film. Hat schon was. Ja. Zeig mal von oben. Ich kann ja mal durchs Bild laufen. Ja, lauf mal durch. Ich bin mal gespannt. Ist schon cool. Also wirklich ein kleines Display quasi. Was hast du für die bezahlt gehabt? Ich hatte auch das Fernglas dazu genommen. Ich glaube, der hat mir dann auch einen bisschen Rabatt gegeben. Hm. Also ich glaube so 20 oder sowas in der Richtung. Also ich glaube insgesamt? Ich glaube 30 zusammen und dann halt, weiß nicht, 10 fürs Fernglas, 20 für die oder so ähnlich. Ja. Dickes Dankeschön an die Jungs von der Analoglauf. Genau. An die Truppe. Du hast sogar das Bild, Foto gemacht, oder Video gemacht, als ich die quasi gerade so behandelt hatte. Das war lustig. Das ist ein schönes Ding. Ja. Aber was stellst du jetzt, zeig mir nochmal her, was stellst du jetzt hier nochmal noch ein? Also, was ich hier einstelle, also man kann hier fokussieren, da bewegt sich quasi die gesamte Frontplatte nach draußen. Dann kann man hier die Blende einstellen, mit diesem kleinen Hebelchen. Hier ist die Blende, ich stelle es auf Offenblende, 2,5. Jetzt wäre ein Makroobjektiv besser, ich komme nicht ganz so nah ran, oder? Das ist zu scharf. Dann kann ich hier noch die Belichtungszeit einstellen. Du kannst nur noch einstellen, welches von den Objektiven du nutzt, ne? Nein, das obere ist quasi nur für den Sucher. Ach, das obere ist der Sucher? Ach, sind beides die gleichen, aber okay. Sind identisch, aber das obere ist für den Sucher und das untere... Also musst du ja quasi noch mit einberechnen, dass das eigentliche Bild ein bisschen weiter unten ist. Genau, theoretisch schon. Aber auf die Entfernung dürfte es kaum einen Unterschied machen. Ja, ne, dick. Und dann habe ich hier noch so den Spannhebel für einen Verschluss. Also auch wieder vorne. Also wenn ich den runterziehe, dann ist es quasi gespannt und hier oben löse ich dann aus. Okay. Sieht schon cool aus. Ja. Ist das dann Hochformat? Ja, das ist Instagram-Format quadratisch. Echt jetzt? Ja, das ist. Die sieht schon cool aus. Das okay. Ich trotzdem nicht dazu. Ja, mein Gott. Ist halt ein neueres Stativ auf einer älteren Kamera drauf gepfiffen. Das wäre wahrscheinlich doppelt so schwer. Also ich laufe dann hier hinten einmal durch. Nee, am besten du... Ich bleib stehen. Du bleibst stehen, ist glaube ich das Beste. Na, jetzt ist die Frage, warte mal, zeig nochmal her. Jetzt stell du dich nochmal hin, komm. Genau. Okay, weiter vor. Weiter hinter. Ja. Ich glaube, ich würde sogar glatt das gute Stück noch ein Stück hochfahren. Ja, doch, ein bisschen hoch würde ich noch. Also das Stativ so ein bisschen hoch, dass quasi nur der Oberkörper zu sehen ist. Achso, ich dachte, das ist ein bisschen lang gestellt. Na gut, ich wollte gerade sagen, du kannst ja im Nachhinein noch kloppen, aber das geht ja nicht. Ja. Deine Hände hier oder wie ist das? Mach mal so, dass die untere Hand, dass man die nicht sieht. Das siehst du nicht so wirklich. Ja, okay. Frage ist nur, kann ich es vernünftig ruhig halten? Nee, es soll ja nicht so ruhig bleiben, es kann doch ruhig ein bisschen wackeln. Hör auf! Ich muss das halten!
mach mich so. Nicht fertig, ey. Also warte, wir drehen mal ein bisschen, weil dann sind wir im Licht. Mhm. Ist besser. Oh, pass auf meine Kamera auf. Ah. Also geil ist, guck mal, ich kann es an meinem Bein auch ein bisschen stabilisieren noch. So, Marcel, ich filme dich jetzt. Und gleich dann. Du filmst überhaupt nicht. Na klar, für die Kamera filmt. Okay, dann filme ich nicht. Alter, du hast du gesoffen? Ja, nur Wasser bisher. So, das also, reicht offenbar schon. Die Kamera filmt dich jetzt und gleich lasse ich die Kamera mal los. Na, dann lass dann, mal los, komm, dann lass mal los. Die Kamera einfach aber so schweben. Die, apropos, schnapp dir aber die anderen Kameras gleich noch. Nein, die anderen schweben auch. So, und guck, wie die Kamera ohne Kameramann auch hält. Ja. Er braucht ja schon irgendwie die Kamera. Mit, scheiße. Vollkommen unnötig. Ja, das Problem ist, ich halte einfach nur das Beinchen am Stativ. Das ist geil. Hallöchen. Das sieht so deppert aus, ey. Aber es funktioniert, ist das geil. Warte, lass mal los. Ist das geil. Und dann, warte, wieder abstellen, vorsichtig. So, jetzt geht's. Das sieht so deppert aus. Tschakka, tschakka. Mal gucken, wie ruhig es wird. Die Sticks sehen generell deppert aus. So. Hallöchen, YouTube. Aber das Geile ist, es funktioniert. Mal, wo wir langfahren. Jetzt geht's runter die Wilhelm-Leuschner Platz. In die Wilhelm-Leuschner Platz. Medienschirm also in der Stelle. Also in den Tiefenschärfetarn. Ja, genau. Hast du mit 75 mm Brennweite getroffen? Ja. Aber du musst halt 75 durch 2 etwa rechnen. Ja, boah, Gottchen. Weil du das Großformat hast, ich weiß. Nee, Mittelformat. Das stimmt. Kopffaktor ist halt etwa dann 0,5. Naja. Ah, das ist herrlich, man, oh Gott, ich hab die ganze Zeit Bammel, also, dass das Ding also, das ist halt umgerechnet auch so etwa Blende 1,8. Okay. Ich hab echt die ganze Zeit Bammel, dass mir das Beinchen abknickt. Auch also, solange es das eigene Beinchen ist, ist doch alles gut. Aua. Also schön ist, wie gesagt, als Einbeinstativ kannst du es aufnehmen. Oh. Hallöchen. Also das muss ich ein bisschen, ja, hier geht's. Wie macht dir Spaß? Schon irgendwie, also irgendwie, das ist recht. Nettes Teilchen. Mit netten D-Teilchen, das möchte ich behaupten. Aber soll ich auch sagen, das ist kein fairer Tausch, ich will meine Kamera dann wieder. Was? Das ist kein fairer Tausch. So, wo willst du dich aufstellen? Ja, hier drin kann man sehr gefällt sich aus der Hand machen. Wo drehst du dich überall hin, Mann? Ich will Frau. Was? Ich will mal die. Ich muss ja die Belichtung irgendwie messen. Ja, ich kann es nämlich auch einschätzen, aber ich kann es nicht gut schätzen, deshalb messe ich es lieber. So, jetzt mal gucken, was sich hier so für Motive ergeben bei der Brennweite. Schon wieder. Willst du jetzt machen? Ja, wo denn? Was ich soll jetzt machen? Ja. Das ist alles eingestellt, ja? Nein, das ist nicht alles eingestellt. Hier siehst du, wenn du so in das rote Feld guckst, du wirst es wahrscheinlich nicht erkennen. Aber hier siehst du noch. Kreuz. Nee, hier siehst du noch die 11. Das ist quasi Bild 11. Und jetzt machen wir das letzte Bild, Bild 12. Drehen wir hier so lang, zweiter Punkt, dritter Punkt, vierter Punkt und danach wird hier die 12 angezeigt. Jetzt kann ich hier den Verschluss spannen. Jetzt ist er gespannt. Zeig mal, wo ist die? Das hebe ich nach unten. Also jetzt, ist er gespannt. Ja. Ist er gespannt, genau. So, und dann kann man jetzt hier oben auf den Auslöser drücken, aber erst noch das Motiv aussuchen. Okay. Die Frage ist halt, wo bist du da betroffen? Also ich ich fühle mich hier besoffen, so komisch, wie sich das bewegt. Du, der sich bewegt. Ja, das Ding bewegt ja so komisch nach. Die Kamera bewegt sich auch gerade ein bisschen, um das Besoffene so ein bisschen nachzustellen. ist klar. Mann. So, jetzt muss der Auslöser hier. Ja, einfach runterdrücken. Aber stabil halten. Ja, stimmt. Okay. Ich glaube, ist schon durch. Ja. ich musste dann mal gucken, ob ich es vernünftig ruhig gehalten habe. Ich habe keine Ahnung. Ja. So, na gut, kann ich es wegpacken, ist sowieso, Film ist voll. Ja. Machen wir noch ein paar Bilder und dann ist das mal fertig für heute, würde ich sagen. Also, wir hauen euch noch ein paar Bilder rein von der Runde jetzt und sagen wir schon mal ciao, ne? Tschüss. Bye, bye.